Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Thema, womit ich mich mit euch unterhalten möchte. Und das könnte etwas länger dauern, also ich warne euch schon mal vor, weil ich gehe da alle Aspekte durch. Es geht um das Thema, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, wieso die meisten Alleinerziehenden alleine bzw. Single bleiben, nicht alle, aber die meisten, was es für Gründe haben kann, bzw. aus meiner Sicht, bzw. auch, wieso sich zum Beispiel einige Kinder vielleicht so verhalten, wie sie es tun, weil es werden so viele Dinge falsch verstanden. Ich persönlich bin auch ein Scheidungskind, also meine Eltern haben sich damals scheiden lassen. Und ich kann mich noch erinnern, wo mein Vater mir damals gesagt hat, was der Psychologe damals zu ihm gesagt hat, dass das von vorne bis hinten einfach nicht hinhaut, was damals in uns vorging als Kinder. Und so ein Mist, was die damals gesagt haben, verbreiten Psychologen ja bis heute. Ne? Beziehungsweise auch, wenn ich mal so sehe und eine Frau will sich mal vielleicht mit mir verabreden oder sonst was, ich gucke auf das Profil, hat Kinder, ich sage mir, nein, sorry, kein Interesse. Und dann wird man so dargestellt und das kriege ich öfter zu hören, weil ich mich nicht mit einer Frau verabreden möchte, die Kinder hat, dass ich, also dann wird mir angeheftet, dass ich angeblich Kinder hasse, bloß weil ich mich mit der Frau nicht treffen möchte. So, und darum geht das Thema. Für mich die hauptsächlichen Gründe, weswegen Alleinerziehende, Single, beziehungsweise längere Single, also längere Zeit Single bleiben, sind und wieso sie es auch so schwer haben, einen Partner zu finden. Also wie gesagt, nochmal am Anfang, ich bin selbst, sagen wir mal so, ein Scheidungskind und uns ging es trotzdem relativ gut. Wir haben damals, ich und mein Bruder, damals bei meinem Vater erlebt. Unsere Mutter war nie so dolle. Und das ist nicht nur mein Empfinden, nein, das haben damals auch die Scheidungsrichter und sonst was gesagt. So, aber muss ja neben allen sein, jeder hat ja andere Gründe. Ne? Das kann man auch nehmen, es geht nicht nur, dass sich die Mutter vom Vater erschienen hat, vielleicht auch andersrum, ne? Es gibt ja verschiedene Aspekte. Also nehmt das hier nicht so als Angriff oder sonst was, ich möchte euch bloß sagen, was für Gründe es sein kann, wie Kinder, also wir damals gedacht haben, es wird ja permanent Dinge erzählt, die von hinten, von vorne bis hinten einfach nicht stimmen. Also, mein Vater hat sie damals von meiner Mutter damals scheiden lassen. Und das war ganz einfach ein Grund, okay, will ich nie weiter drauf hinausgehen, aber die waren nicht gut zu meinem Vater, ne? Allgemein. Könnt ihr euch selbst ausdenken. So, haben sie scheiden lassen. Und was ja heutzutage selbst von den bekloppten Psychologen immer noch angedichtet wird, dass Scheidungskinder nicht normal sind, dass Scheidungskinder Dinge an der Klatsche haben, dass sie denn die andere Seite, also zum Beispiel, wenn die Kinder beim Vater aufwachsen, dass sie angeblich Frauen hassen oder andersrum, wenn sie bei Mutter aufwachsen, dass sie angeblich Männer hassen. Also so einen Schrott mussten wir uns permanent anhören. Und wir als Kinder haben uns gedacht, und ich denke mir heute noch, ja, Psychologe, sollte man selber zum Psychologen gehen und so eine Scheiße verbreiten ja bis heute. Weil das hat absolut nichts damit zu tun, weswegen Kinder, beziehungsweise, wie gesagt, von mir aus gesehen, weswegen viele Kinder einfach nicht gerne wieder einen Partner bei den einen Elternteil sehen wollen.
Bei uns war es zum Beispiel so, unsere Mutter war weg, hat sich auch nicht so großartig gekümmert. Also für die war das bloß entscheidend, ne? Mehr nicht. Und hat sie den anderen gesucht, hatten selbst mitgenommen, das weiß ich noch, da waren wir ziemlich jung, 5, fast 6 Jahre. Und dann war plötzlich ein Brennmann und so gesehen und ja, kann man nicht, ne? So, haben sie entscheiden lassen. Sie kann ja nichts, ist ja angeblich so arm und bla bla, ne? Das war noch damals zu Mauerzeiten. Hat dann gesagt, ja, sie hat ja einen Westanwalt und sie hat ja bloß einen Ostanwalt. Der Ostanwalt hat aber den Westanwalt so ziemlich in den Arsch versohlt. Und ja, erstmal Alimente konnte man nicht kriegen, weil sie hatte einen Mann, der hatte Geld, die hatten Auto, Bungalow, Haus, Hunde. Aber da sie verheiratet waren, konnten die da gar nichts machen. Und ich glaube, sowas kennen sehr viele Alleinerziehende auch. Dass die wissen, die anderen haben Geld, aber der Staat sagt, können wir nicht. Selbst wenn sie es beweisen können, können wir trotzdem nicht machen. So, jedenfalls als Kind gibt es denn ein paar Möglichkeiten. Und dafür brauchen die Sigmund Freud gelesen haben. Also ich habe auch Historie und sonst was von Sigmund Freud gelesen. Wenn ihr das Ding auch halt liest, oder Traumdeutung finde ich nie so dolle, das Buch, dann werdet ihr auch sehen bzw. lesen. Die meisten Dinger sind ganz schön überholt. Und wenn ihr die Bücher lesen habt, dann sagt ihr euch auch, ach, das wussten wir vorher auch schon, dafür braucht man ein Buch nicht lesen. Das wissen wir heute normalerweise auch so, wenn man ein bisschen logisch denkt. So als Kind gibt es dann die Möglichkeit, entweder du hast alle anderen Menschen, was total Schwachsinn ist, auch für uns total Schwachsinn, wieso sollen wir andere Menschen hassen? Nee. Oder halt die andere Version, was damals für mich so war, für meinen Bruder auch so, ist, gut, wir schützen unseren Vater. Für die Elternteile, die die Kinder haben, ist das natürlich jetzt schwer und die Psychologen erzählen natürlich dann so einen Schrott mit, ja, die Kinder haben einen Knacksweg oder sonst was. Nein, die Kinder haben keinen Knacksweg. Die Kinder sind schlau. Die Kinder sagen sich nämlich, okay, das Elternteil, wofür wir uns, also die Kinder sich dafür entschieden haben, da sagen sie die Kinder, das Elternteil, das schützen wir jetzt. Wir wollen nicht nochmal, dass das Elternteil, bei dem wir leben, nochmal so etwas durchmachen muss. Und das ist der Grund, weswegen sehr, sehr viele Kinder, sagen wir mal ganz einfach, wie es ist, wenn der Elternteil eine neue Person anschleppt und sagt, hier kenne ich und ah, wie findet ihr, ne? Weil zum Beispiel bei uns, sind wir ein, glaube ich, das war Tierpark oder Zoo, ich glaube, das war Zoo. Ja, doch, das war Zoo. Sind wir da hingegangen, wir haben die noch nicht mal mit dem Arsch angekickt. Und das lag nicht daran, dass wir die nicht gemocht haben. Nein, das war eine ganz, ganz nette Person. Es lag ganz einfach daran, dass Kinder in dem Sinne Angst haben, dass sich das wiederholt. Und deswegen sagen sie sich, okay, Status quo, wie es jetzt gerade ist, wir sind zwar alleine mit unserem Elternteil, aber es ist jedenfalls besser, als dass wieder so etwas passiert, dass es wieder den einen Elternteil schlecht geht. Und das ist, was viele Eltern nicht verstehen. Und weswegen auch viele, was auch viele Psychologen nicht verstehen, weil also ich persönlich habe Psychologen kennengelernt, die haben eine Meise, also absolute Meise gehabt, die immer sagen, ja, die Kinder haben Knallwerk. Nein, die Kinder ticken ziemlich richtig. Weil es ist doch logisch, dass man seine eigene heile Welt schützen möchte. Vor allen Dingen, wenn man ein Kind ist. Das ist schon mal Fakt 1. So. Jetzt kommen wir mal zu anderem. Das ist die Kindersicht. Wie eure Kinder wahrscheinlich denken. Wahrscheinlich. Wie gesagt, ich gehe von uns aus, mir und meinem Bruder damals.
Die andere Sicht ist, wenn ihr, sagen wir mal, ihr chattet mit welchem. Und was ich jetzt zurzeit die letzten 2 Wochen sehr oft hinter mir habe, ist, jemand schreibt euch an. Gut, ihr guckt auf das Profil, hat Kinder. Ich für meinen Teil sage nein, danke. Und dann wird eingesagt, weil man sagt, also dann wird das einfach, wieso nicht? Und ich sage, nein, kein Interesse. Und ich habe dann einmal mal gesagt, wieso nicht? Ich habe gesagt, Entschuldigung, bitte, du hast Kinder. Ich habe kein Interesse. Dann werden sehr viele Frauen wütend. Es gibt wahrscheinlich auch umgekehrten Sinn, ne, dass eine Frau sagt nein, danke, und der Mann wird dann sauer. Der Kinder gibt es natürlich auch so lang, ne. Und dann wurde mir dann jedenfalls gesagt, dass ich angeblich Kinder hasse, weil ich nichts mit der Frau, die Kinder hat, zu tun haben möchte. Also ich fühle mich nicht mit der Verabredung oder sonst was. Und ich habe versucht, der Frau das zu erklären, weil ich sehe sowas logisch. Ich habe gesagt, pass auf. Wenn du ein Kind hast von anderen, dann bin ich der Meinung, hat sich der Mann, der dir das Kind gemacht hat, hat der sich um das Kind zu kümmern. Das verstehen die meisten Frauen nicht, weil die Frauen, beziehungsweise ich sage nicht alle, um Gottes Willen, ich sage nicht alle. Aber man hat so das Gefühl, die Frauen argumentieren auf einer emotionalen Ebene. Die Frau sagt emotional, okay, ich habe Kinder, du willst es nicht, weil du kannst keine Kinder haben. Das ist die emotionale Ebene. Die logische ist aber ganz einfach, du hast Kinder, ich will nichts mit dir zu tun haben, weil ich sehe nicht ein, dass ich für Kinder von anderen aufkomme. Das ist die logische Ebene. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, du brauchst ja für meine Kinder nicht aufkommen, tue ich selber, das stimmt auch nicht. Wenn die Person mit einer anderen Person zusammenkommt, die hat Kinder, dann muss er so oder so für das Kind aufkommen. Weil man kann ja nicht einfach sagen, du hast ein Kind, interessiert mich nicht, und man schiebt das Kind beiseite. Das geht nicht. Und deswegen sagen sehr, sehr viele Leute, zu welchen die Kinder haben, nein, danke, kein Interesse. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, ne? Wenn wir jetzt mal von der Tierwelt gehen, Löwen. Löwen gehen komplett anders vor. Und das ist, so regelt das die Natur. Ich meine, wir sind Gott sei Dank nicht so rabiat. Aber Löwen zum Beispiel machen das so, wenn ein Männchen eine Herde, beziehungsweise halt, es gibt diese in der Rudel, ne? Ein Männchen und sonst ein Weibchen. Und wenn ein Männchen das Rudel von anderen Männchen übernimmt, dann müssen erstmal die kleinen Welpen dran glauben. Es ist extrem bösartig, kann man schon sagen. Es hat aber einen biologischen Sinn, weil das Männchen sagt sich, das sind nicht meine Kinder, wieso sollte ich mich darum kümmern? Wie gesagt, wir sind zum Glück nicht so rabiat. Wir sagen einfach nein, danke, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Ne? Also, ne? Aber selbst die Natur sagt sich, okay, Kinder von anderen möchte ich nichts mit zu tun haben. Es ist ganz natürlich. Es hat nichts damit zu tun, dass man keine Kinder mag oder sonst was. Nein, es ist ganz natürlich. So, wenn man jetzt sagt, ja, aber ich wurde ja verlassen oder sonst was, tut mir leid für euch, aber damit haben wir auch nichts zu tun. Weil erstens, man sollte schon, wenn man ein Kind kriegt, sich entscheiden für ein Kind. Man sollte auch schon wissen, wie Verhütung funktioniert, ne? Also ich meine, zu meiner Zeit wussten wir das schon mit 13 Jahren, wie Verhütung funktioniert. Wir wussten jetzt sogar vor Sexualkunde in der Schule, wussten mal, wie das Ding funktioniert. Ne? Da Kondome sind und Pille und so alles, ne? Sollte man doch schon wissen. Und wenn man denn ein Kind kriegt und man hat nicht verhütet und man beschwert sich dann,
dann fehlt es mir am Verständnis. Das andere Ding ist natürlich, wo mein Vater hat von diesem damaligen Richterspruch damals profitiert. Auch von einer früheren Ehe, also der war schon mal verheiratet. Und mein Vater hat mir mal erzählt, beispielsweise seine erste Freundin wollte ihm ein Kind anhängen. Und das war so die Zeit, wo ein paar Jahre davor den Richterspruch gab, dass vor Gericht ein Vaterschaftstest anerkannt wird. Das heißt also, ihr beweist, es ist nicht euer Kind, ihr braucht nicht dafür aufkommen. Fertig. Das wurde damals anerkannt. Heutzutage ist die Gesetzgebung ja so für den Arsch, dass, und das ist kein Witz, dass wenn ihr rauskriegt, dass die Frau fremdgegangen ist und ihr seid bei der Geburt dabei und ihr seht, dann ist ja gar nicht mein Kind. Dann kann der Richter wortwörtlich sagen, zu Wohle des Kindes hast du trotzdem, hat der Mann trotzdem für das Kind zu sorgen. Für das Kind, was nicht sein eigenes Kind ist. So, was heißt zu Wohle des Kindes? Der Richterspruch ist eigentlich nicht gut formuliert, weil zu Wohle des Kindes ist es garantiert nicht. Der Richterspruch, und das gibt es wirklich, könnt ihr nachlesen, könnt ihr googeln. Es müsste eigentlich heißen, zum finanziellen Wohle des Staates. Weil, wenn der Richter sagt, zum Wohle des Kindes, ist nicht euer Kind, ihr müsst trotzdem dafür aufkommen. Ihr könnt beweisen, es ist nicht euer Kind, ihr müsst trotzdem dafür aufkommen. Wollen sie eigentlich damit nur sagen, der Staat will nicht dafür aufkommen. Du bist da sowieso mit dir zusammen, du hast völlig aufzukommen. Das heißt ganz einfach zum Wohle des Kindes. Weil wenn man jetzt mal überlegt, wie kann es sein zum Wohle des Kindes? Ich meine, wenn die Frau fremdgegangen ist und hat ein Kind gekriegt. Das heißt, der Mann hasst die Frau wie die Pest. Der Mann kann auch nichts mit dem Kind anfangen. Das heißt, der Mann hasst die Frau, der Mann hasst das Kind. So, wie kann das zum Wohle des Kindes sein? Zum Wohle des Kindes wäre doch dann eigentlich, dass man sagen kann, wie ganz früher, okay, ist in dein Kind, du hast aber nichts zu tun. Das wäre zum Wohle des Kindes. Und dass man dann halt die Alleinerziehenden unterstützt. Ne? Aber das sind halt einfach so eine Gründe, weswegen sehr, sehr viele, ja, sagen wir mal so, Leute einfach nichts mit Kindern zu tun haben, wenn sie zum Beispiel rausfinden, es ist ihr eigenes, beziehungsweise weswegen auch so viele Alleinerziehende gibt es, die keinen finden. Es liegt nicht an der Frau, es liegt ganz einfach daran, sie haben Kinder und die andere Person, beziehungsweise auch, wenn es ein Mann ist, auch der Mann, wie gesagt, wir sind bei unserem Vater damals aufgewachsen, dass die Kinder sagen, nein, du nimmst uns nicht unseren Vater weg. Wir wollen nicht nochmal so einen Stress haben. Du bleibst mal schön fern. Das sind so die Gründe, weswegen sehr viele Single, alleinerziehende Single bleiben. Es ist eigentlich extrem leicht verständlich, ne? Wenn jetzt jemand sagt, nein, das stimmt nicht und die hassen ja nur Kinder. Nein. Wenn die Menschen Kinder hassen würden, dann frage ich mich, wieso denn so eine Menschen selber Kinder haben und die, mit denen kommen sie ganz gut klar. Es ist immer nur ein Unterschied, ob es ein fremdes Kind ist oder ob es das eigene Kind ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist auch ein Unterschied, beispielsweise, ich habe einen Hund. Ob ich mich um einen fremden Hund kümmern muss oder um meinen eigenen. Das ist auch ein himmelweiter Unterschied. Und das verstehen halt sehr, sehr viele Menschen nicht. Und ja, jetzt wisst ihr wieder ein bisschen was von meinem Leben. Hat ja auch nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Ich dachte, wird länger. Aber das sind so Gründe, weswegen sehr viele, sagen wir mal, Alleinerziehende, leider Alleinerziehende bleiben. Wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen. Die finden ihr Glück,
wenn die damit klarkommen, alles wunderschön und gut. Ich merke sowas halt sehr, sehr oft in Chats und wenn immer, ja, ach, wie viel kennenlernen und dann sage ich, Kinder. Und dann kriegt man halt permanent an den Kopf geworfen, dass man ja angeblich keine Kinder mag und so. Das eine hat nichts miteinander zu tun. Ja, das war's denn eigentlich. Habe ich noch was dazu zu sagen? Nein, also wie gesagt, staatlich ist es ja zum Kotzen, ne? Wenn die ja, andere Elternteil, der dann weg ist und trotzdem Geld hat, ist es natürlich extrem schwer, den dann Ding festzumachen. Wenn viele sagen, ja, es ist einfach. Zu uns haben sie gesagt, wenn wir 18 sind, ich bin jetzt 33, ne? Können wir sie anzeigen und das Geld einfordern. Schön und gut, wir haben aber nichts davon, beziehungsweise ich hätte davon nichts davon, weil das würde als der Staat kriegen. Das ist die Wahrheit. Dass die Gesetzgebung so beschissen ist, dass, sagen wir mal, die Frauen fremdgehen können und die haben ein Kuckuckskind und der Richter sagt, ja, muss trotzdem dafür sorgen, dass unsere Gesetze beschissen sind, das wissen wir auch, ne? Dass viele Frauen nicht damit einverstanden sind, dass ein Vaterschaftstest vor Gericht standhaft bzw. legal ist, dass man ihn anführen kann, ist eigentlich sehr vielen Männern auch bekannt, ne? Dass man der Frau nachweisen kann, hier ist nie dein Kind und dass die das zum Kotzen finden, weil das haben ja sehr, sehr, sehr viele Frauen versucht zu verhindern. Also wirklich, Männer haben ja immer gesagt, wir wollen, dass ein Vaterschaftstest vor Gericht Gültigkeit hat. Und die, die es verhindern wollten, waren Frauen. Weil die sich gesagt haben, wir haben einen, wir sind abgesichert und jetzt wollen wir das Leben weiterführen. Wir haben ihn betrogen, aber pff, ist scheißegal. Er hat trotzdem dafür zu zahlen. Und damals war es halt in dem Sinne besser, dass man das anführen konnte. Hier bin ich der Vater. Heutzutage ist es leider so, dass man sagt: Gut, du warst bei Geburt dabei oder du warst die Zeit dabei, wo ich schwanger war. Du hast für das Kind zu sorgen. Es ist nicht dein eigenes Kind. Der Staat sagt: Ist so scheißegal. Und so ein Scheiß gibt es meines Wissens nach nur in Deutschland. Juhu, Deutschland. Ne? So. Ja, wenn irgendwie Fragen sind oder irgendwie Anmerkungen, könnt ihr es ja runterschreiben. Wie gesagt, es ist, ich sage bloß hier im Sinne von Frauen, weil wir sind bei unserem Partner aufgewachsen. Es gibt es natürlich auch komplett andersrum. Natürlich, es gibt auch genug Männer, die einfach aufspringen und dann sagen, hier, ich bin weg und interessiert mich nicht mehr. Es gibt genauso viele Arschgeigen. Also, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also bitte nicht falsch verstehen. Es ist halt bloß so ein Thema, wo ich mir echt immer gedacht habe, wieso? Wieso verstehen es die Menschen nicht, wenn man denen erklärt, man will mit ihnen nichts zu tun haben und man wird permanent durch den Dreck gezogen und man wird immer gesagt, oder es wird einem immer etwas gesagt, was überhaupt nicht stimmt. Und da wollte ich einfach mal ja, euch aufklären, was eigentlich die Gründe sind. Ich glaube, viele Leute werden mich verstehen. An vielleicht die Frauenwelt oder vielleicht auch einige Männer, die es nie verstanden haben. Ihr wisst jetzt, was der Grund ist. Es hat nichts mit euch zu tun. Es hat eigentlich auch nichts im Grunde mit euren Kindern zu tun. Es hat damit zu tun, dass die Person es nicht einsieht, für was zu zahlen, womit er nichts zu tun hat. Man zahlt automatisch. Es hat nicht mit dem Kind an sich zu tun. Oder mit der Person an sich. Es hat allgemein mit den Umständen zu tun. Man lernt jemanden kennen. Man erfährt, er hat Kinder, ein, zwei, drei oder frag mich nicht. Und man sagt, jetzt ist sie mein eigenes, was soll ich damit? Der aufgesprungen ist und das Kind die Macht hat, der soll sich fix darum kümmern, wie es auch das Gesetz eigentlich vorsieht. Ne? Und ich glaube, da werde ich sehr, sehr viele Leute haben, die mit mir auch eine Meinung sind. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.